zu Befehl. Zum Angriff. Für unser Land! Für unseren König! Ihr werdet angegriffen! Für unseren Herrscher! Die Musketiere halten daraus. Schießt einfach. Sehr gut. Reiter, macht einen kurzen Durchstoß. Vernichtet deren Katapulte. Oh Gott. Das ist ein größeres Ziel. Schön in Bewegung bleiben. Zieht die Reiter zurück. Nehmt die Katapulte mit, wenn ihr schon unterwegs seid. Die Katapulte sind ganz schön hartnäckig. Die weigern sich zu sterben. Zieht die Reiter zurück zu den Sunnis. Sunnis, macht euch bereit, Verluste zu empfangen. Infanterie zum Angriff. Das sind Mörser. Alle auf die Mörser. Reiter, wieder rein ins Getümmel. Vernichtet den Feind. Sehr gut. Nieder mit dem Feind. Das liegt sogar vergleichsweise gut. Zieht alles zurück, was Schaden gekriegt hat, bringt die Sunnis näher ran und lasst die Mörser ihre Arbeit machen. Die Mörser machen ihre Arbeit natürlich nicht, schießen auf die scheiß Mauer. Irgendwas muss natürlich immer schief gehen. Nein, hört auf, Schwachsinn zu machen und lasst mich das Anwesen zu spielen, immer noch eine Katastrophe. Schießt darauf. Ich will nicht mal meine ganzen Musketiere, die so hart gekämpft haben, verlieren. Weil ihr zu unfähig seid, einen Turm zu treffen. Brav. Jetzt vernichtet alles. Wenn das hier weg ist, fallen die Türme. Setze mich in Bewegung, mein König. Das stand uns im Weg. Feindliche Kanonen. Schickt die Reiter los. Lasst uns den Feind. Oh, das ist echt viel Artillerie. Schickt die Reiter los. Zu Befehl. Macht mir ein bisschen Platz. Das Volk schätzt eure Regentschaft. Bewegt die Geschütze. Raus zu den Sunnis. Zu den Waffen. Ihr werdet angegriffen. Also Mörser. Mörser sind gefährlicher als Kanonen. Viel gefährlicher, wie wir sehen. Oh Gott, sie sterben nicht schnell genug. Hier drin zu kämpfen ist gerade Selbstmord. Wir brauchen einen Reiternachschub. Dringend. Sehr dringend. Schickt unsere Geschütze gegen deren Geschütze. Und zieht die Sunnis zurück. Die sollen jetzt nicht sterben. Mich in Bewegung, mein König. Gut, wir müssen die Bresche vergrößern. Für
Damit unsere Truppen besser durchkommen. Sanis flickt unsere Reiter mal wieder zusammen. Wir machen uns auf den Weg, Herr. Ergebt euch. Neue Einheiten sind bereit. Auf dem Weg, mein König! Oh, sie haben einen Teil der Mauer übernommen. Das ist in unserem Bereich, warum dürfen wir es nicht einfach abreißen? Naja, keine Ahnung. Wir erwarten euren Befehl. So, wie geht es um Geld? Vernünftig, wie geht es unseren Vorräten? Akzeptabel. Einheit ausgebildet. Das drum, ihr seid wieder Armee 2. Wo soll's hingehen? Wohin hat der Feind seine Artillerie zurückgezogen? Schicken wir die Mörser wieder vor. Das gehört jetzt uns, nicht wahr? Nein, gehört's nicht. Okay. Aus irgendwelchen Gründen können wir es aber nicht an. Doch können wir. Macht's weg. Für unser Land! Für unseren König! Wo sind die feindlichen Geschütze? Da sind sie. Setze mich in Straßenkämpfen möchten wir sie aber nicht unbedingt bekämpfen müssen. Die Reiter müssen das regeln, wenn die zu nahe kommen. Sobald die hier diesen Bereich betreten. Es ist uns eine Ehre. In diesem Bereich sind sie verwundbar, da können wir sie platt kriegen. Sobald sie hier alle drauf sind, stürmen wir los. Jetzt. Aggressiv. Und das hat uns die Hälfte unserer Mörser gekostet. 2 Drittel unserer Mörser. Wir benötigen eine vorgeschobene Kanonengießerei für Nachschub. Wobei, wir können auch einfach. Nach dahin. Nach dahin. Hoffen wir den Cruise. So, und sollen der Gegner sich nicht erholt hat von diesem Gegenschlag. Eine Einheit wurde ausgegeben. Zieht doch die Sunnis hier hin. Die werden gebraucht. Neue Soldaten sind verfügbar. Sehr gut, schick die Schiffe. Um die Kontore zu zerstören. Dann müssen wir uns nämlich mit den Kanonentürmen hier gar nicht wirklich befassen. Zu Befehl.
So, Gruppe 4 seid ihr wieder. Neue Einheiten sind bereit. Spring dich mal durch. Jawohl, mein König. So, Gruppe 4. Da ist noch eine Kanone bei. Oder zwei, aber was soll's. Jetzt sind wir in der Stadt drin, das heißt, wir müssen uns kaum noch um die Türme kümmern. Was kann ich für euch tun? Wir werden kämpfen. So, die Schiffe werden sich dann um die Kontore kümmern, die vernichten. Unsere Kanonen, unsere Artillerie wird hoffentlich nicht auf die dumme Idee kommen, sich in diesen Bereich reinzubewegen. Das wäre ungesund. Das da muss weg. Bevor die neue Katapulte aufbauen. Nieder mit dem Feind. Die Flotte erwartet eure. Wenn sie sich wehren oder nicht, das ist jetzt die Frage. Feindliche Kanonen. Die werden sich wehren. Ein Brand zerstört eure Häuser. Setzt die Vorsegel! Anker lichten! Befehlsbereit, Kommandant. Hey, mit voller Fahrt zum Angriff. Ach, versenkt sie einfach. Diese zwei große Kriegsschiffe. Der hat ihn, glaube ich, aufgegeben. Feindliche Kanonen feuern auf euer Schiff. Bei Neptun, lasst Kanonen weg! Oh, wie ich euch hasse. Schütze. Da drauf losgehen. Ist auf Zielkurs. So, du wirst das nicht mal lassen. Was mich daran erinnert. Ihr lasst das. Zuerst ihr werft. Setze mich in Bewegung, mein König. Gut, nächster Schritt, die Festung. Schiffe, warum seid ihr so dumm? Hört auf damit. So, eure Reparatur könnt ihr euch sonst wohin stecken. Kanonen feuern auf euer Schiff. Oh. Die Flotte erwartet eure Befehle, Kommandant. Okay. Bereit, unterzugehen. Schlechte Verlierer? Skatteln einfach ihr Schiff? Kann ich für euch tun? Wie können sie es wagen? Genau, schießt das Schaf. Du hast dein letztes Mähe gebät. Womit kann ich dienen? Flotte, nimm Fahrt auf, Kommandant. So, ohne in die Reichweite der sehr, sehr wütenden Kanonentürme zu gehen, bitte. Keine Gnade. So, viel ist von dieser Stadt einfach nichts mehr übrig. Gut, es war schon nicht viel von der Stadt übrig, bevor wir angetanzt sind. Aber das ist ja nicht Teil der Hauptsache. Ah, kommt ihr zum Handeln? Ich glaube, ihr seid zu spät. Wir machen uns auf den Weg. Schießt unterwegs alles platt, damit wir... Ah, ich krieg das hin.
Ihr kommt da dran. Ich vertraue euch. Hoffentlich. Die Frierin ist sehr höflich mit seiner Passivität. Das finde ich sehr nett. Wo soll's hingehen? Wir erwarten euren Befehl. Ich finde es schön, wie uns passiven Widerstand entgegenbringt. Es ist schön, einen Mann zu treffen, der auf seinen Prinzipien steht. Eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt. Warum? Ich will jetzt eigentlich in unserer Stadt. Dir geht's immer noch gleich gut. Alles klar, hier, fast Baumaterial, viel Spaß. Ist nicht mehr mein Problem. Passt auf, wir gehen noch bankrott, bevor wir das letzte Markthaus zerstört kriegen. Wo soll's hingehen? Es gibt nur noch dieses Markthaus. Nichts ist mehr übrig, sobald dieses hier verbrannt ist. Verbrenn schneller. Daran zu kommen, ist aber scheiße. Wir müssen diesen Turm zerstören. Also habt euer Ziel. Dahin. Was kann ich für euch tun? Unsere Truppen haben sie aber echt gut geschlagen dieses Mal. Kaum Verluste, abgesehen davon, dass unsere Reiter aggressivst massakriert wurden einmal. Aber damit ist zu rechnen, wenn man auf Artillerie zustürmt. Mir missfällt ein bisschen der Ausschlag im... Bin ich gerade nebenbei im OBS sehe. Ich hoffe, das wird keine Sea of Hörsturzrunde. Kam ein bisschen sehr in den gelben Bereich andauernd. Womit kann ich dienen? Aber das letzte Mal, beim letzten Test ging der Pegel einfach vollkommen gut. Wehe, wenn das jetzt schief gelaufen ist. So. Und das letzte Markthaus. Vernichtet den Feind. Ich glaube, manchmal habe ich den roten Bereich erreicht. Kann das sein? Ich hoffe auf keine allzu große Übersteuerung. Was macht ihr da? Wir sind auf dem Weg. Für unser Land. Für Warum seid ihr, wie ihr seid? Ihr könnt hier hin. Hier. Für unser Land. Für unseren König. Ihr habt keinen Grund, dahin zu gehen. Warum schießt ihr nicht? Seid aggressiv. So. Jetzt. Abwarten. Ob wir die beiden Kolonien auch noch zerstören müssen? Ja, Captain? Wahrscheinlich nicht. Aber ironischerweise, ich klicke jetzt nichts, hat es geklappt. Wir haben es geschafft, einfach auf die Friedensinsel anzusiedeln. Es gab keine großartigen Landschlachten. Aber es lief. Die Einwohner sind sehr zufrieden mit eurer Herrschaft. Das ist erfreulich. Sehr erfreulich. Das ist eine unglaublich hässliche Stadt einfach. Na gut, das ginge hässlicher. Könnten keine Straßen dazwischen setzen. Als ihr vor den Überresten von Defrerens Palast steht und eure Männer das Gelände sichern, bekommt ihr von einem Scout die Meldung, dass Defreren mit Geleitschutz geflohen ist. Katharina soll, in Ketten gelegt, bei ihm gewesen sein. Mit ein paar lauten Befehlen trommelt ihr eure Männer zusammen und lauft mit schnellen Schritten in den Hafen, wo die nördliche Hoffnung bereit zur Abfahrt liegt. Ihr weist weitere Schiffe an, mitzufahren, um euch Geleitschutz zu geben. Während euer Schiff schnell Fahrt aufnimmt, informiert ihr die Mannschaft über das weitere Vorgehen. Defrerens Galeone darf die nächstliegende Insel nicht erreichen. Ihr weist eure Leute an, äußerst vorsichtig zu sein und auf die Takelage zu zielen, wenn ihr in Reichweite seid. Die Nichte des Herzogs befindet sich an Bord von Defrerens Schiff. Ihr darf nichts geschehen. Was hat der Frere nur mit seinem elendigen Bondage-Spielchen immer? Okay, wir haben Schiffe. Auftrag? Hindert der Frere ins Faktum und entkommen und rettet Katharina. Wo ist er?
Okay, wir können. Das ist der Frierensschiff. Das sind die. Wir haben hier die nördliche Hoffnung. Oh Gott, die ist nicht mal richtig benannt. Das kann ich nicht akzeptieren. Halbe Geschwindigkeit. Hier ist Platz. Benutzt sie. So. Wir haben drei mittlere Schiffe, ein großes. Nein, nicht dahin. Drei mittlere Schiffe, ein großes, vier kleine. Die vier kleinen werden unser Jagdschwadron. Gruppe 1. Da ist mir die Stimme gerade kurz gebrochen. Gruppe 2. Gruppe 3. Ihr seid unsere Hauptkampfkraft. Ich gehe mal kurz auf den anderen Bildschirm rüber, um ein paar Namen rauszusuchen. Ein paar gibt es nämlich noch. Genau. Ja. Tierpet. Nicht Tierpet. Tierpets. Setzt neuen Kurs. Verstehe. Okay, der wird auch mal von Escortpunkt zu Escortpunkt gehen. Und ich glaube, er darf diese Insel nicht erreichen. Das heißt, wir müssen unterwegs immer abfangen. Das heißt, wir schicken unsere schweren Schiffe, unsere langsamen, schicken wir immer hier auf die Linie, während die Kleinkriegsschiffe den durchgehend belästigen werden. Ja, Captain. So. Währenddessen benennen wir dich mal um. Was haben wir noch so? Da. Haben wir genug Platz? Haben wir. Okay, fangt ihn ab, schneller. Ahoi, ihr Landratten. Setz voll Zeug. Wir werden eine reguläre Geschwindigkeit dafür brauchen. Flotte nimmt Fahrt auf, Kommandant. Neue Befehle für die Flotte, Kommandant. So, ihr seid schneller als er. Benutzt das. Das heißt, wir müssen ihn immer überholen, dann beschießen, dann wieder überholen. Ankerlichten! Macht euch bereit, unterzugehen! Wir haben keine Zeit, um uns mit den Escortschiffen zu befassen, denke ich. Neue Befehle für die Flotte, Kommandant. Ahoi, ihr Wasserratten. Gebt ihn. Die Flotte geht zum Angriff über, Kommandant. Okay. Flotte befehlsbereit, Kommandant. Gruppe 3, hier runter. Hey, hey. Ihr könnt ihn nicht einholen, also versucht es gar nicht. Erst versucht lieber, ihn abzufangen. Auftrag wird ausgeführt. Schießt. Neue Befehle für die Flotte, Kommandant. So, lasst mich weiterschauen. Nehmen wir noch... hier. Und schießt weiter. Hinterher. Okay, überholt ihn mal. Ich verlangsame die Zeit. Ich muss noch ein paar Namen vergeben. Nennen wir die hier dann einfach Scharenhorst. Wenn unsere Schiffe gerade versuchen, die zu überholen. Dann Geisenau. Auch wenn es eigentlich... Auch wenn die eigentlich zu klein sind, um solche Schiffe zu symbolisieren, aber was soll's. So. Tirpitz, Scharnhorst, Geisenau. Hey, mit voller Fahrt zum Angriff. Setzt neuen Kurs. Weiter vorwärts. Setzt neuen Kurs. Das erinnert mich an ein weiteres Schiff, von dem ich weiß. Dafür müssen wir erstmal warten. Okay, zumindest brennst du schon. Ja,
Ja, Captain? Fangen wir ihn auf dem... Er wird dann nach hier hin wollen. Der darf diesen Punkt gar nicht erst erreichen. Das ist der letzte Escort-Punkt. So wie ich das sehe. Auftrag wird ausgeführt. Hi, Captain. In die Wanten! Werd ihr schneller segeln. An den Wind. Und jetzt gibt ihn. Entern das gegnerische Schiff. Anker lichten. Dafür eine gute Breitseite. Hey, hey. Versenkt die Landratten. Nein. Überholt ihn wieder nach hier hin. So. So, dann haben wir auf dem Zweiten Weltkrieg Schiffe abgedeckt. Aus Gründen, dass es erbeten war. Welche Schiffe können wir noch nennen? Wir haben noch Kanonenfutter. Ahoi, Captain. Wir verbringen jetzt halt mit dem Umbenennen unserer Schiffe als mit der tatsächlichen Jagd. Und ein Schiff wollte ich doch auch noch selbst benennen, tatsächlich. Ein Name wird mir noch eingefallen. Also, das ist perfekt, das ist das letzte Schiff, das wir noch haben. Nämlich... So. Ich fand das Wort lustig. Es ist die 3-Tonnen-Möwe. Die Möwe, die so schwer ist, dass sie das Schiff unter Wasser drückt, wenn sie sich draufsetzt. Jagen wir. Komm schon, ihr seid schneller. Ne, wo ist meine Maus? Da. Ja, Captain. Hart am Wind. Komm schon, überholt ihn. Jetzt gebt ihm. Flotte ist auf Zielkurs. Wir können sogar viel früher abfangen. Wir können auf dieser Strecke schon abfangen. Ei, ei, Auftrag wird ausgeführt. Ja, Captain? Hart am Wind! Oh, die Beste ist verkrüppelt. Hart an den Wind! Fertig zum Entern! Setz die Vorsegel! Ei, Captain! Okay, wir geben den Rest gleich. Der ganzen Flotte. Ahoi, ihr Wasserratten. Flottenkommandant an Deck. So. Flotte nimmt Fahrt auf, Kommandant. Die Flotte erwartet eure Befehle, Kommandant. Flotte ist auf Zielkurs. Okay, nördlich offen lässt sich nicht als eins festlegen. Die Flotte erwartet eure Befehle, Kommandant. Fertig zum Entern! Hey, hey! So. Flotte ist auf Zielkurs. Hart am Wind! Ihr stellt ein Sicherheitsnetz dar für den Fall, dass die nördliche Hoffnung es nicht schaffen sollte, das Schiff hier direkt vor direkte Brett zu schießen. Neue Befehle für die Flotte, Kommandant. Flotte setzt sich in Bewegung, Kommandant. Ihr könnt noch ein bisschen weiter Abstand nehmen. Die nördliche Hoffnung wird das machen. Volle Breitseite! Ahoi, ihr Landratten. Falls nicht. Macht euch bereit, unterzugehen. Läufst du nur in eine Falle. Okay.
Nach einer nervenaufreibenden Verfolgung und schweren Kanonendonner sieht die Frärin schließlich ein, dass es... Ihr haltet eurem Widersacher den blitzenden Stahl an die Gurgel und fragt, welches Spiel hier gespielt wird. Der schwitzende Mann spuckt verächtlich aus. Dann beginnt er zu erzählen. Von Breitenstein ist niemals verschwunden. Er hat sich in Ruhe zurückgezogen und abgewartet. De Frären hat er vorgeschoben und als Herrscher ausrufen lassen. Er sollte euch durch den Angriff auf Nova Fora zurücklocken. Ihr wart ein Werkzeug des Herzogs. Von Breitenstein hat euch benutzt, schon zu dem Zeitpunkt, als ihr das erste Mal vor ihm standet, als er das Amulett auf eurer geschwollenen Brust sah. Der Bruder des Herzogs hat es ihm vor langer Zeit gestohlen und in allen Winkeln der Welt versteckt, in der Hoffnung, von Breitenstein würde seine Macht nicht noch einmal für seine niederen Zwecke einsetzen. Dieses Kleinod ist ein Geschenk Gottes. Wer es trägt, dem verhilft es zu einer treuen Gefolgschaft, zu Ruhm, Ehre und Sieg. Ganze Königreiche können damit unterworfen werden. Darauf hatte es euer väterlicher Freund abgesehen. Während de Frären spricht, tritt Katharina neben euch und drückt sanft eure Hand. Sie stimmt de Frären zu. Ihr Vater gab ihr als kleines Kind einen Teil des Amuletts mit den Worten, es würde sie beschützen, bis jemand kommen würde, der diese Aufgabe übernehmen wird. Katharina sollte das Kleinod hüten wie ihren Augapfel und es niemandem zeigen, nicht einmal ihrem Oheim, dessen Mündel sie wurde. In dem Moment, in dem ihr sie gerettet habt, wusste sie, dass sie euch das Kleinod geben sollte. Schweigend lauft ihr zur Reling und schaut auf das Meer hinaus. Von Breitenstein also. Jetzt geht es euch an den Kragen.